Hallo, in diesem Video werden wir das Thema Wenn-Bedingungen in SQL behandeln. Und wozu braucht man Wenn-Bedingungen? Wenn-Bedingungen braucht man, wenn man Inhalte erstellen will, die sich auf gewisse Bedingungen beruhen. Und das heißt, als Beispiel, ich möchte hier ein neues Feld haben, das heißt Land. Und in dem Feld Land soll die Länder stehen, allerdings nicht in dieser Form, American oder British oder German, sondern bei American soll US stehen, bei German soll DE stehen, bei Belgian BE und so weiter. Wie kann ich so ein Feld erstellen? Oder wie kann ich so mit Wenn-Bedingungen überhaupt arbeiten? Fangen wir mal an. Also machen wir mal Nation weg, das brauchen wir jetzt gar nicht. Wenn ich jetzt mit Wenn-Bedingungen arbeiten will, geht das schon los mit dem Schlüsselwort Case und es endet mit End. Das ist jetzt und alles hier drin kommen dann die ganzen oder die Bedingungen oder die ganzen Bedingungen. Wenn ich jetzt dieses Feld oder es wäre sehr hilfreich, wenn ich dieses Feld, dieses neue Feld, das ich hier erstelle, einen Namen gebe, dann und es wäre auch viel besser als ohne Name. Und zwar dann würde ich das mit S und dann kommt der Name des Felds hier rein. Das heißt, jetzt habe ich hier ein neues Feld, das ist auf gewisse Bedingungen aufgebaut und das heißt Land. Und fangen wir an mit der ersten Bedingung. Die Bedingungen kommen rein mit dem Schlüsselwort wenn, also wenn, und dann Nation, zum Beispiel gleich American, dann wenn US. Okay. Wenn ich das jetzt speichere und die Query laufen lasse, dann sieht man, ich habe hier US. Und wenn man dann weiter blättert, dann sieht man, bei dem Rest jetzt, weil wir haben nur American abgedeckt, bei dem Rest kommt Null. Null ist nicht Null. Null ist eine Zahl, das ist die Zahl, die vor dem 1 kommt. Null heißt kein Wert. Und die haben alle für in dem Feld Land kein Wert, weil die wurden gar nicht von der Bedingung her abgedeckt. Die Americans kriegen US, alle anderen kriegen nichts, die sind nicht mal abgedeckt. Wenn man das vermeidet, und das ist sehr hilfreich auch, dass man die Nulls in SQL oder in Datenbanken vermeidet, dann kann ich hier jetzt zum Beispiel für den Rest mit Else abdecken, und zwar Else, und die kriegen zum Beispiel so einen Strich. Okay? Wenn ich jetzt die Query laufen lasse, dann sieht man OS wie gehabt, und jetzt beim Rest kommt dann der Strich. Man hat nicht mehr dieses Null. So, jetzt. Wenn man mit Bedingungen arbeitet, das gilt für alle Sprachen, alle Programmiersprachen, auch SQL, hat man dann zwei Mithelfer und die helfen, wenn man mehrere Bedingungen haben will. Und wenn ich jetzt mit mehreren Bedingungen arbeiten will, dann kommen zwei Schlüsselwörter im Spiel, and, beziehungsweise das und or, beziehungsweise das oder. Das heißt, wenn ich jetzt hier das OS beruht sich nicht auf eine Bedingung, sondern auf mehrere, dann diese mehrere Bedingungen werden dann mit entweder or oder and verknüpft. Machen wir mal eine ganz einfache Übung, weil was ich vorher in der Datenbank gesehen habe, machen wir mal Nation, like. Und es gibt so zwei Fahrer, glaube ich, die haben nicht eine Nation, sondern zwei Nationen mit dem Bindestrich getrennt und die suchen wir uns mal aus. Also suchen wir nach dem Bindestrich. So, und wenn ich jetzt die Query laufen lasse, dann sieht man, ich muss hier noch Nation darstellen. Vorab. Und so, und dann sieht man, da sind zwei Fahrer, die haben zwei Nationen gekriegt und die will ich jetzt auch irgendwie abdecken. Und diesen ersten, der soll auch US werden. Und deswegen hier muss ich dann, also das heißt hier die Bedingung, wie würde hier die Bedingung lauten? Wenn Nation American, dann US. Und wenn ich hier, wie kann ich das hier machen? Wenn ich jetzt sage and, Nation, machen wir es mal erstmal so. Copy und dann hier Einschläge und dann machen wir hier American Bindestrich
Italien. Okay, so. Und dann US. Jetzt, würde das funktionieren? Würde das funktionieren? Nein, das würde nicht funktionieren, weil in dem Fall wird verlangt, dass der Fahrer beides ist, American und American Italian. Das ist es nicht. Man hat immer nur eins von denen zwei, entweder American oder American Italian. Niemand hat beides. Und deswegen, das and ist hier fehl am Platz. Man muss das mit or abdecken. Ja, das ist ein Fall für or. Und dann, es werden beide US. Und wenn man das jetzt, diese Abfrage laufen lässt, muss man speichern und laufen lässt, dann sieht man jetzt, der hat jetzt US gekriegt für American Italian. Bei dem hier, Argentine Italian, das ist ein bekannter Name, der Tommaso, und der ist zwar halb argentinisch, halb italienisch, aber den stufen wir als Italiener. Nur den da. Und das heißt, hier kann man dann mit und arbeiten. Tun wir es mal komplett kopieren. Und ich mache es mal gleich ein bisschen kleiner, dann wird es hilfreicher. So, und gehe das dann hier. So, when nation is, und hier Argentine, Italien, und Nachname, und hier haben wir zwei Bedingungen, und Nachname, De Tommaso. Und zwar getrennt. Dann soll IT für Italien dastehen. Okay? So, da haben wir jetzt eine Bedingung spezifisch für diese Person erstellt. Wenn ich das jetzt speichere und die Query laufen lasse, dann hat er jetzt IT. Und man sieht hier, wie man jetzt mit Wenn-Bedingungen arbeitet. Thomas, mal ein bisschen verkleinern. Hier sieht man jetzt, wie man mit Wenn-Bedingungen arbeitet. Und zwar, man kann eine einzelne Bedingung, wie vorhin mit Nation und American, oder man kann mehrere Bedingungen hinzufügen und dann muss man gucken, wie ist das or oder mit and. Und letztendlich den Rest, wer nicht von den einzelnen Bedingungen abgedeckt ist, der wird dann mit dem else abgedeckt. Und ist immer sehr hilfreich, wenn man dann dieses Feld auch einen spezifischen Namen gibt. Und so arbeitet man mit Bedingungen in SQL. Und natürlich hinterm when, wir haben jetzt hier nur so statische Werte drin. Hinterm when können auch Kalkulationen stattfinden. Oder auch hinterm else gilt genauso. Oder man kann auch komplette Select Statements hier reinlegen. Also ich kann hier eine komplette Abfrage haben, innerhalb Klammern. Und da kommt dann Select und dann bla bla bla. Und hinterm die nächste Bedingung kommt dann zum Beispiel sowas und hinterm else kommt dann die Kalkulation. Also man ist hier komplett frei, in was man bei jeder Bedingung reinstellt. Ja, man muss nur sicherstellen, wenn man jetzt so mit dem Select Statement arbeitet, dass dieses Select Statement nur einen Wert oder nur ein Feld zurückliefert. Weil das soll alles in dem Feld Land passen. Also wenn ich hier ein Select habe oder eine Abfrage habe, die mehr als einen Wert liefert, wird SQL eine Fehlermeldung geben.